Hi und willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr Barticken könnt. Dazu braucht ihr ein weißes T-Shirt, eine Spraydose und Haargummis. Und natürlich eine Acrylfarbe nach eurer Wahl. Beim Barticken gibt es verschiedene Techniken. Die Technik, die ich heute machen werde, nennt sich Crumble und sieht ungefähr so aus. Die zweite Technik, die ihr anwenden könnt, nennt sich Swirl und ist die typische Tie-Dye-Methode. Die werdet ihr am öftesten sehen. Diese mit Acrylfarbe hinzubekommen ist ziemlich schwierig, weil die Farbe nicht durch das ganze T-Shirt weicht. Natürlich könnt ihr alle verschiedenen Stoffe barticken. Zuallererst nehmt ihr die Spraydose, füllt sie mit warmem Wasser und mischt Acrylfarbe dazu. Das müsst ihr für beide Methoden machen. Für die Crumble-Methode wird das T-Shirt ausgebreitet und so zusammengefaltet, wie ihr es hier sehen könnt. Achtet darauf, dass kleine Falten entstehen, denn die Farbe wird oberflächlich draufgesprüht und wird nicht in die Falten gelangen. Für die zweite Methode breitet ihr das T-Shirt wieder aus, greift es in der Mitte und dreht es so, sodass ein Wirbel entsteht. Dreht immer weiter, bis das T-Shirt ein Wirbel oder Swirl ist. Dann nehmt ihr die Gummis und spannt sie so über das T-Shirt, wie ich es hier zeige. Um eure Farbe herzustellen, nehmt ihr die Sprühdose, öffnet sie und füllt ein wenig Acrylfarbe rein. Je mehr Acrylfarbe reinkommt, desto stärker wird die Farbe sein. Natürlich könnt ihr auch Farben mischen oder Weiß dazu mischen, um ein pastelliges Ergebnis zu erhalten. Wie schon gesagt, habe ich mich für die Crumble-Methode entschieden. Diese ist einfacher und auch schneller. Quetscht das T-Shirt so lange und so oft zusammen, bis ihr zufrieden seid. Dann wird gesprüht. Ich habe mich für ein helles Lila entschieden. Ihr könnt natürlich zwei Farben oder eine andere Farbe nehmen. Je mehr ihr sprüht, desto dunkler wird das Ergebnis. Wenn ihr ungefähr mit der Farbe zufrieden seid, öffnet das T-Shirt und schaut euch euer Ergebnis an. Ich habe hier eine große weiße Stelle gehabt, weshalb ich es nochmal zusammengedrückt habe und wieder gesprüht habe. Das gleiche macht ihr auf der Rückseite. Passt aber auf, dass ihr nicht allzu viel Farbe draufsprüht, denn diese kann durchsickern und euer Ergebnis vorne verändern. Jetzt öffnet ihr euer T-Shirt. Wenn ihr zufrieden seid, seid ihr fertig. Ihr könnt das gleiche natürlich auch noch einmal machen, mit einer anderen Farbe. Lasst das T-Shirt dann einfach über Nacht trocknen und fertig. Als Farbkombination kann ich euch die jeweils dunklere und hellere Version einer Farbe empfehlen. Damit könnt ihr definitiv nichts falsch machen. Was auch super aussieht, sind die jeweiligen Komplementärfarben. Dazu nehmt ihr einfach einen Farbkreis und schaut, welche Farben gegenüber voneinander sind. Was auch super schön und schlicht aussieht, sind Pastellfarben. Mit einem hellen Gelb würde ich euch jedoch empfehlen, aufzupassen, da das sehr schnell nach Sonnencremeflecken aussehen kann. Um eine Farbe heller, dunkler oder leuchtender zu machen, eignen sich Weiß, Schwarz und Gelb. Das war es auch schon mit dem Video. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Danke fürs Zuschauen und schaut auch gerne mal beim Blog vorbei. Tschüss!